Das war wie im Krieg auf einmal. Die sind eingeschlagen wie Bomben hier. Hauptsache nicht den Kopf raushalten, weil man keinen Helm auf hat. Wir sind völlig fertig. Viele konnten auf Nachbarschaftshilfe zurückgreifen. Es war also schon das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe. Dann versucht man natürlich zu helfen. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Hagelschauer gehen meist mit Hitzegewittern einher. Wassertröpfchen aus den warmen Luftschichten steigen durch Aufwinde nach oben und gefrieren in der Höhe, fallen nach unten, werden vom Aufwind wieder nach oben geschleudert und vergrößern sich durch weitere angefrorene Wassertropfen. Die Körner wachsen auf diese Weise immer weiter, bis sie zu schwer werden und herabfallen. Hagelkörner können kiloschwer werden und einen Durchmesser von mehr als 10 cm erreichen. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Kilometern pro Stunde werden sie zu gefährlichen Geschossen. Das Wort Hagel kommt aus dem Althochdeutsch von Hag, und Hag bedeutet zerstören, verletzen, und das bringt natürlich Hagel mit sich, Zerstörung. Einen Versicherungsschaden von 1,4 Milliarden Euro richtet 2013 der Hagel in der Region um Reutlingen an. Hagelforscher Marco Kaschuba ist zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto gefangen. Auf der einen Seite war ich wirklich geschockt, was die Natur anrichten kann. Auf der anderen Seite war ich fasziniert und beeindruckt, was für eine Gewalt dahinter steckt. In nur 20 Minuten beschädigt einer der weltweit teuersten Hagelstürme hunderttausende Fensterscheiben, Autos und über 60.000 Häuser. Allein die Reutlinger Feuerwehr muss 2.500 Mal ausrücken. Und auch die Helfer selbst werden nicht verschont. Der Hagel zerstört Fenster und Kuppeln. Regen setzt die ganze Wache unter Wasser. Inzwischen wurde der Schaden behoben. Das sind keine speziell gegen Hagel geschützten Oberlichter. Wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre vor solchen Unwetterlagen verschont bleiben. Doch die Statistik lässt anderes vermuten. Ob das wirklich jetzt mit dem Klimawandel zusammenhängt, können wir jetzt noch nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die schweren Hagelschläge zunehmen und der Trend wahrscheinlich auch erstmal so weitergeht. Deutschland lässt sich in verschiedene Hagelzonen einteilen. Im Norden des Landes gibt es weniger und schwächere Hagelschläge. Im Süden, vor allem in Gebirgsnähe, hagelt es häufiger und stärker. Vor allem, weil hier wegen gestauter Luftmassen mehr Gewitter entstehen. Hagel wirkt am stärksten bei senkrechtem Aufprall. Dann trifft er nur das Dach. Kommt Wind hinzu, können auch die Fassaden leiden. Auf Hagelschäden folgt oft das eigentliche Desaster: Wasserschäden. Hagel- oder Ziegelsplitter können das Unterdach aufreißen. Regen gelangt ins Haus. Doch was kann ich tun, um mein Haus vor Hagel zu schützen? Wichtig und letztendlich darauf ankommen tut es einfach auf das Unterdach. Das Unterdach muss einiges abkönnen, ja, und das muss man einfach dementsprechend wählen. Denn selbst wenn die Ziegel zerstört werden, schützt ein Unterdach mit einer flächig aufliegenden Folie vor eindringendem Regenwasser. Für Dächer gibt es Dachziegel, die hagelbeständig sind, bis etwa 5 cm. Das heißt, da kann ich mein Dach natürlich schon entsprechend vorbereiten für den nächsten Hagelschlag, dass einfach ein Folgeschaden durch eindringendes Wasser dadurch verhindert werden kann. Ein spezieller Putz bietet auch für die Fassaden einen höheren Hagelwiderstand. Putz mit Hagelwiderstandsklasse 5 etwa hält Körner mit bis zu 5 cm Durchmesser aus. Eine besondere Ziegelform kann ebenfalls vor Wassereinbruch schützen. Wenn beim Weberschwanzdach quasi dieser oberste Ziegel beschädigt wird, ja, läuft das Wasser trotzdem noch über den untersten Ziegel ab. Bei Flachdächern bewähren sich Bitumenbahnen mit Kies- oder Dachbegrünung. Speziell gehärtete Dachfenster halten einem durchschnittlichen Hagelschlag stand. Auch eine Dreifachverglasung ist ein guter Schutz vor eindringendem Wasser. Und gegen Aufpreis gibt es Lichtkuppeln und Solaranlagen mit höherem Hagelwiderstand. Wählen Sie also die richtigen Baumaterialien und schützen Sie so Ihr Gebäude vor Hagel.